Analyse ist ja eigentlich eine Katalyse. Am Schluss hat mich das gelangweilt. Jedes Indiz, das auf eine Art Geheimwissen hinausläuft, ist ein Machtproblem. Lacan hat zwar recht, aber die Umsetzung in die Praxis ist völliger Unsinn. Schweigen, volles Sprechen, lächerlich. Die Deutung, das volle Sprechen, das kommt in 1 zu 1 Million vor. Und Schweigen, was soll das überhaupt? Das ist wieder nur der Finger über dem Mund der Eingeweihten, der eleusischen Mysterien oder der Omerta. Dabei ist es einfach, Analyse doch umzusetzen, Durcharbeitung, wie man einen Traum lichtig zerlegt und wieder zusammensetzt, ist eine zwar zunächst scheinbar komplizierte Technik, aber hat man es einfach begriffen, nichts anderes als eine Fleißarbeit. Der seriellen Ausziehung. So schade, dass sich Lacan aufgrund seiner Obstipation, seines Geizes, seines Narzissmus vom Weg der Wissenschaft und Wahrheit und dem Realen abgekehrt hat. Er hätte den Schlüssel in der Hand gehabt. Aber stattdessen auch nur wieder Priester Brimborium. Aber man kann die Hysteriker nicht anders auf diese Spur locken, außer durch magische Bezirzung.